Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in dieser Folge. Haben wir einiges vor und zwar wollen wir uns vorbereiten, den Ender Dragon angreifen zu gehen und eventuell gehen wir dann schon in dieser Folge ins End oder in den nächsten. Also seid gespannt, los geht's! So. Wir suchen jetzt als erstes dann noch, bevor wir irgendwas anderes machen, brauchen wir Fleisch. Und das Fleisch müssen wir in einen Ofen tun. Und dafür brauchen wir Kohle. Kohleerz haben wir hier. Walalala. Setzen wir mal ein paar davon hin. Und das schnell wieder aus dem, weil es scheiße aussieht. Aber wir hätten jetzt sogar noch Kohleerze, die vernünftiger aussehen. Egal. Die bauen wir dann mit einer Spitzhacke ab. Mit einer Eisenspitzhacke ab. Können wir uns leisten. Und was wir dann noch brauchen, ist, was tue ich? Ach, komm schon, so, jetzt aber. Was wir noch brauchen, ist, ach, komm schon, scheiß Kürzel, ey. Ist vielleicht noch Verzauberungstisch, um unsere goldenen Äpfel zu verzauberten goldenen Äpfeln zu machen. Und, genau, eventuell noch ein Buch, was wir verwenden können, um unsere Schuhe, unsere Diamantboots zu verzaubern. Das wäre ja vielleicht noch praktisch. Ansonsten würde ich lieber Steak mit in den Nether nehmen. Ja, guckt, Matten geht auch. Ist mir auch recht. Ja, guckt, Matten oder Chicken. Mal gucken, wovon habe ich mehr. Oh, einen Apfel haben wir noch. Das ist sehr wichtig und sehr gut. Alles klar. Denn diesen Apfel verzaubern wir. Dann machen wir erstmal zu einem Goldapfel. Zirrip. Apfel rein. Zack. Und den Apfel tue ich jetzt nach dazu erstmal. Gold wieder da rein. Genau, dann brauchen wir jetzt noch. Das ist unser Diamond Sword und das sind unsere Rüstungen, die wir schon haben für den Ender Dragon. Genau, dann wollen wir jetzt erstmal noch ein paar Tiere töten. Damit wir. War da denn was gespawnt? Ich weiß es gerade nicht. I don't know. Sieht so aus, als würde da ein Spawner stehen. Ich glaube, ich muss mich da noch rüberbauen. Weil, wenn es da einen Bogen gibt, Leute, wenn es da einen Bogen gibt, dann würde das einfach alles ein für alle Male ändern. Also ich kill jetzt hier einfach alles aus, dieses scheiß Pferd, ey. Ich werde ohne Pferd in den Nether gehen. Ins End gehen. Weil darauf zu kämpfen ist, glaube ich, mega behindert. Da laufe ich lieber dann von einem zum anderen Ort. So. So. Wir haben jetzt Wolle, die wir nicht wollen. Hahaha, der war lustig, ne? Wolle, die wir nicht wollen. Ja. Das wollen wir auch nicht. Und jetzt Raw Mutton. Das packen wir gleich jetzt mal direkt in den Ofen. Mal gucken, ob da noch was drin ist. So. Gut, dass die Musik zu Ende ist. Das ist irgendwie keine Let's Play-Musik, sondern so eine Intro-Musik. Deshalb passt das, finde ich, nicht. So. Das andere erstmal hier rein. Alles klar, dann werden wir jetzt uns Slabs machen. Zack, 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 zack. Ach, das eine war ein Cobblestone, das andere war normale Slabs. Und mal gespannt sein, was da hinten auf dieser Welt für ein Spawner ist. Sieht aus wie ein Spawner. Ich dachte, da wäre kein Spawner. Ich dachte, da wäre einfach nur. Oder ist da ein Ocelot? Ich weiß es nicht. Ich habe eine ältere Version von dieser Map gesehen. Aber egal, ich werde mich jetzt erstmal rüberbauen. Und wenn ich da wirklich Pfeil und Bogen irgendwie herbekomme, wäre das sowas von mega nice. Sowas von mega nice. Denn dann wird das Ganze für mich leichter. Denn den Ender Dragon zu besiegen ohne einen Bogen wird, glaube ich, auf jeden Fall schwer. Ich habe ihn grundsätzlich noch nie besiegt, um ehrlich zu sein. Deshalb wäre das auch ein schönes Weihnachtsgeschenk an mich, dass ich den besiegt bekomme. Yay, das wäre toll.
Ihr könnt ja jetzt schon mal wetten in den Kommentaren abschließen, ob ich es schaffe oder nicht. So, ich werde wahrscheinlich niemals ankommen mit denen, die wir haben. Aber es sieht auf jeden Fall nach dem Ocelot-Spawner aus. Yay, der hilft mir nicht. Shit. Egal, ich baue mich jetzt nochmal so weit rüber, wie ich kann mit den Blöcken, die ich habe. Vielleicht sehe ich dann mehr. Ja, guck, sogar weiße Wolle opfer ich dafür auf. Was habe ich hier noch? Normalen Stone, ey. Meine letzten Reserven. Jo, das ist ein Ocelot-Spawner. Fick dich ins Knie. Wobei, wenn ich Ocelots töte, man weiß ja nie. Hier wurde im Loot-Tables gearbeitet. Und vielleicht bekomme ich ja irgendwas Lustiges raus, wenn ich Ocelots töte. Als ob das Pfeil und Bogen ist. Aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, ich hole mir jetzt noch ein paar Blöcke und baue mich dann mal rüber. Sobald ich mich rübergebaut habe und festgestellt habe, dass ich da nichts rausbekomme und ich damit nichts anfangen kann, wenn ich Ocelots töte, sobald das geschehen ist, werde ich dann gucken, ob ich noch Verzauberungsbuch für meine Füße bekomme, Schuhe bekomme. Dann werde ich gucken, dass ich irgendwie noch Papier bekomme für ein Buch, um eventuell die goldenen Äpfel, die ich habe, zu verzauberten goldenen Äpfel umzuwandeln. Und dann bin ich so gut wie fertig. Braustand werde ich mich nicht dran versuchen, da bin ich eh zu scheiße für und ich glaube, dafür brauche ich auch Lohnstäbe, also diese Stäbe. Und ich glaube nicht, dass ich die hier bekomme. Dann werde ich auch schon angreifen gehen. Kommt noch an, wie schnell das alles in dieser Folge geht. Kann ich in der nächsten Folge sogar schon aufbrechen. Scheiße, es ist kacke aus. So. Ja. So ein paar Blöcke haben wir jetzt schon. Reicht aber niemals. Spawn doch schneller. Es müsste so einen Knopf geben, womit ich direkt eine neue Spinne spawnen könnte. Das wäre lustig. So wie so ein Command-Block. Spawn Spinne mit Loot. So und so. Ja, Zündstück. Ich bräuchte eh später noch mehr. Ob ich jetzt alle jetzt direkt was länger kämpfe oder später nochmal kämpfe, ändert sich nicht. So. Dann mache ich es jetzt direkt. Aber ich guck mal, ob ich hier vielleicht was rausschmeißen kann. Ne, ich schaff's nicht. Verdammt, ich habe gehofft, dass ich genau durch die Lücke oder so hier raustreffe. Habe ich es geschafft? Naja, das liegt genau auf der Kante. Und die Spinne hat mich natürlich vergiftet. Was denn auch sonst? Ist ja auch eine Giftspinne. So. Oh Mann, ich wollte gerade probieren, das wieder rauszuschmeißen. Überrasch mich doch nicht von der Seite, Spinne. So, Kuh. Ach, der bleibt genau an der Kante liegt dieses Scheiß. Bleibt diese Scheißwaffe liegen. Und zack, zack. Warte. Die Uhr, funktioniert die eigentlich im Inventar unten drin, wenn ich die da habe? Oder zeigt die was anderes an, wenn ich die da habe? Ne, es ist dieselbe Zeit. Weil ich dachte, sonst mache ich das einfach so. Ist doch voll cool. Dann habe ich links immer die Uhr. Hä, die konnte sich aber schnell ändern. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst. Egal. Es wurde, glaube ich, einfach nur schnell Nacht. So. Dann habe ich jetzt wieder ein paar mehr Blöcke. Und werde mich da mal rüber zu den Ocelots nochmal verpieseln. Wobei, ich mache erst den Umweg. Ich gehe als letztes zu den Ocelots. Und werde jetzt erstmal hinten ein paar Blaze in eine Falle locken. Und danach. Ja, erst die Blaze. Na, ich werde. Naja. Ja, irgendwie sowas. Ich brauche nämlich auch noch Diamanten. Ich wollte nämlich die Diamantspitzhacke machen. Ne, ich gehe jetzt allererst jetzt nochmal gucken, was genau ich für ein Buch brauche. Ansonsten verzichte ich auf ein Buch. Ich glaube, das habe ich schon öfter nachgeguckt, aber ne, ich denke da nicht immer mehr dran. So. Was brauchen wir für ein Buch? Hier, Weizen. Das heißt Potatoes und Carrots. So ein Scheiß. Potatoes bekomme ich mit Seeds und Carrots. Und so, direkt mehrere. Vier Stück.
Guck mal, reicht auch. Doch, dafür brauche ich Seeds. Oh, guck mal, das sind Seeds. Wie praktisch. So, wie viele? 4 Stück. Warte, wie viele bräuchte ich denn insgesamt? Ich bräuchte 16! Euer verfickter Ernst. Euer verfickter Ernst, die kleinen Nudeln. Das heißt, hier kann ich erstmal ein kleines Feld anpflanzen. So, so, und die Karotten auch. Zack, zack, zack. Ihr gierigen Säcke, Alter, was ihr alles wollt. So, erstmal die scheiß Spitzhacken wieder aus dem Inventar raus. Beetroot Seeds, Alter. Wer braucht diesen Scheiß? So, ich tue die erstmal ins Wasser. Und weiß nie, ob ich die vielleicht doch irgendwann brauchen kann. Buckets kann ich nicht brauchen. Das kann ich zusammenführen. Das brauche ich nicht. 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 Das brauche ich auch nicht. Wow, wer hätte es gedacht? Dann, wie gesagt, jetzt noch mal ein paar Spastis in die Falle locken. Beziehungsweise was kämpfen. Gucken, ob wir noch ein paar Diamanten erfarmen können. So. Spawnt, meine Kinder. Spawnt. Da! Huhu, ein Gegner. Ein einzelner Gegner. Wow, der mir hier rein gar nichts droppt, was ich brauche. Oh ja. So. Eine Alternative. Komm, vielleicht jetzt mal 3 Gegner auf einmal nochmal. Wäre auf jeden Fall interessanter dann zum Kämpfen. Och, ein Slime. Magma Slime, ey. Eisen, Rüstung, Gold und Sattel, Alter. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Oh, man. Was? Komm, irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes in meinem schönen Tempel ja zum Kämpfen. Bring mal keinen Schrott. Ich höre eine Lohe. Ist sie einfach oben drüber gespawnt? Die ist einfach oben drüber gespawnt. Egal, ich bin hier innen drin safe. Soll die hier drin schießen, wie die will. Draußen schießen, wie die will. Solange der Rest auch nicht außen spawnt, ist alles gut. Nope, hier sind 3 Magma Slimes. Und der eine hat sogar 2 Diamanten, glaube ich, gedroppt. Ein. Behindert. So, jetzt sehe ich sogar, wie viel ich habe. Jetzt habe ich hier unten drin. Ach, komm schon. So, jetzt seid ihr in der Falle, meine kleinen Freunde. Ja, trefft mich. Der da oben gefällt mir aber da nicht, wo der ist. Das Problem ist, ich komme auch nicht an ihn ran. So, du greifst mich, glaube ich, noch nicht an. Ich sammle erstmal die Scheiße hier auf. So, ein Diamant. Oh, 2 Diamanten. Jetzt habe ich 3 Diamanten von dir. Das heißt, ich könnte mir eine Spitzhacke holen. 2 Diamanten sind noch zu Hause für ein Enchanting Table. Das heißt, ich habe alles an Diamanten, was ich bräuchte. Aber ich töte die jetzt noch kurz. Komm. Wer weiß, was die droppen. Der eine hat nochmal Diamanten gedroppt. Nochmal 2 Stück. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Deine ist wahrscheinlich oben drüber gespawnt und runtergesprungen. Gut. Knochenmehl bekomme ich hier leider nicht. So, meine letzte Hoffnung wirklich liegt jetzt noch auf den Uzzelots, dass die irgendwas droppen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die irgendwie Bögen oder Pfeile oder sowas droppen. Wobei einen Bogen kann ich mir ja selber machen, aber Pfeile sollten die schon. Das wäre so traumhaft, aber ich glaube es echt nicht. Das wäre naiv, sowas zu glauben. So, das heißt erstmal zack, Slabs und jetzt erstmal wieder die Scheiße weg. Weg, 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 weg. Das kann auch weg, 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 kann auch weg. So, dann baue ich mich jetzt rüber, wobei ich das dann doch lieber mache, wenn Tag ist. Vielleicht spawn da im... Wobei, ich baue mich jetzt einfach rüber. Ach, wo ist der Unterschied? Und wenn ein Tag ist, gehe ich dann gucken, ob ich noch ein paar Bücher bekommen kann. Halt für meine Hose, für meine Schuhe. Die bräuchten ja auch noch Verzauberungsbücher. Und ich habe mir nicht gemerkt, wie viel Uhr ich angefangen habe aufzunehmen. Scheiße. Egal, das ist ja immer so circa einmal Tag, Nacht der Rhythmus.
Dann höre ich auf, sobald wieder Tag wird. So, im Spawner sind immer noch Ozlots drin. Stimmt, ich habe hier kurzzeitig mit ganzen Blöcken gebaut. Ich war kurz geschockt. Kurz gucken, ob sich es vielleicht nachts ändert. Dass hier vielleicht nachts was anderes spawnt als tagsüber. Scheint aber nicht so zu sein. Das heißt, Ozelot mal töten. Komm mal raus. Du stehst mir gefährlich. So schlage ich dich nur runter. War klar. Ach komm. Stell dich nicht direkt an den Rand. War doch klar. Verdammt, die können springen. Diese wilden Tierchen. So. So eine Blöckeverschwendung, nur um zu testen, ob die irgendwas Besonderes droppen, diese Ozelots. Na du. Und sie droppen rein gar nichts. Sie bringen mir ein XP. Mal gucken, ob vielleicht ein anderer Ozelot irgendwas anderes droppt. Diese behinderte Hoffnung. Wozu braucht man Ozelots? Wozu braucht man die hier? Da, neuer Ozelot. So, droppst du was Besseres? Ein XP, du hässliches Scheißding. Geh verrecken. Hierfür habe ich Blöcke aufgebraucht. Du bist einfach nur behindert. Wenn ich einmal hier bin, nehme ich den Baum mit. Kann ja nicht schaden. So. Hier drunter ist wahrscheinlich nichts mehr, ne? Ja, gut. Sag wieder zu bauen. Na, guck mal, da hat sich einer mir vorbeigeschlichen. Ach man, die droppen einfach gar nichts, ey. Ich brauch Pfeile, bitte. Bitte. Man, die bringen nicht mehr was. Hier die Tiere, die können einem wenigstens Essen bringen und mich nerven. Einfach weil es Pferde sind. Die haben ja auch viel zu viel Leben, ey. Ich glaube, ich sollte doch ein Pferd mit ins End nehmen. Einfach weil die so viel Leben haben. Dann noch mit einer Diamantenrüstung, ey. Das wäre schon irgendwie nice. Guck mal. Okay, das habe ich jetzt halb getötet. Egal, dann töte ich euch jetzt noch zu Ende. Und nehme dann ein frisches Pferd, sobald nochmal eins gespawnt wird. Und gucke, ob ich das zähmen kann. So, geh verrecken. Danke sehr. So, Hühnchen, geh runter. Ich weiß, Pferde können da drüber springen. Aber das ist einfach nur für mich eine kleine Sicherheit. Weil ich mich dann vielleicht ein Stück sicherer fühle. So, da ist ein Pferd. So, dann versuche ich das jetzt mal zu zähmen. Ich glaube, das geht ohne irgendwas in der Hand. So, nochmal aussteigen. Guck, davor habe ich Angst, ne? Dass ich dann irgendwie runtergeschmissen werde. So. So, komm schon. Sei gezähmt. Scheiß Pferd. Soll ich erstmal einen Sattel holen oder was? Jetzt habe ich gerade keinen dabei. Weißt du was, ich hole jetzt erstmal einen Sattel, bevor ich dich weiter versuche zu zähmen und lass mal meine Diamanten zu Hause. Wobei es wird schon wieder Tag, das heißt wir werden in der nächsten Folge dieses Pferd zähmen. Und anscheinend vertagt sich es doch noch mit einer Folge, bis ich ins Nether gehe. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein, tschüss!